Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einer neuen Folge von New World. Und heute geht es um wohl, tja, die speziellste, aber wahrscheinlich auch die wichtigste Rolle in New World, den Heiler. Also legen wir los, ihr Lieben. Der Heiler und seine zwei Talentbäume warten auf uns. Und ja, wir haben einmal den klassischen Heal-Talentbaum und eher den Heal-Support-Talentbaum. Zwei etwas unterschiedliche Talentbäume. Und ja, er kann nicht nur heilen, nein, er kann auch schön Schaden machen und seine Heilkugeln oder seine Lichtkugeln verschießen. Klatsch, und damit eben Damage machen. Gehen wir zunächst auf die Attribute ein und schauen uns hier an, auf was oder womit der Heiler skaliert. Und hier sehen wir es auch schon, der Heiler ist in keiner der klassischen Attribute vertreten, weder Intelligenz, Geschicklichkeit noch Stärke, sondern er profitiert ausschließlich von Konzentration. Dementsprechend habe ich hier meine Punkte in Konzentration komplett verteilt. Und wir haben hier bei dem 50er Knotenpunkt plus 10% Mana-Regenerationsrate mit drin. Schauen wir uns dann mal den Lebensstab im Detail an. Wir setzen nochmal schön alles zurück. Ihr seht, ja, ich habe den Heiler ordentlich gezockt. Mittlerweile 7 Talentpunkte zum Verteilen. Stufe 8 im Heil-Skill-Tree. Er macht mir Spaß. Man kann schön in der Gruppe spielen. Man kann sich selbst wieder gut hochheilen. Und der Schaden ist auch ganz gut. Also gehen wir mal rein. Wir verteilen erstmal die ersten klassischen Punkte für einen, ja, ich sag mal, für einen klassischen Heiler. Das ist der Heilungstalentbaum. Und daneben haben wir dann den Beschützer-Talentbaum. Wir fangen erstmal mit dem klassischen Heiler-Talentbaum an und sehen hier auch da wieder 3 Haupttalente. Und wir haben jetzt natürlich noch die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten, 4 passive Fähigkeitspunkte zu verteilen. Eine der wichtigsten Fähigkeiten oder einer der wichtigsten passiven Fähigkeiten ist wohl hier die Absolution, wenn nicht sogar der wichtigste Skillpunkt überhaupt, den man vielleicht von vornherein schon skillen sollte. Licht des Lebensstabs und schwere Angriffe verbrauchen kein Mana mehr. Punkt rein, auf jeden Fall. Dann habe ich hier auch noch Schlag der Wonne. Leichte Angriffe heilen das Ziel nun für 20% Waffenschaden, wenn sie durch Verbündete hindurchgehen. Das heißt, wir stehen zum Beispiel hier in Reihe 3, ballern schön auch zwischendurch noch auf den Boss drauf und unsere Verbündeten, die vorne in unserem Heilfeld oder sowas stehen, kriegen kontinuierlich Bonusheilung durch unseren Schaden, den wir machen. Auch da tun wir natürlich gerne einen Skillpunkt rein. Ja, und was sich dann noch lohnt, ist natürlich sowas wie hier gesegneter Boden, ein AOE-Effekt, ein AOE-Heileffekt. Gerade wenn man da mit der Gruppe aktiv ist, man ist an einem schweren Gegner dran, man macht das Heilfeld auf die Gruppe sozusagen oder an da, wo die Gruppe gerade kämpft, und alle werden schön kontinuierlich geheilt. Absolut sinnvoll, das dann natürlich auch noch hier verbessert durch heiliger Boden und Segen. Heiliger Boden innerhalb von gesegneter Boden werden Ausdauer und Mana um 100% schneller regeneriert. Und beim Segen ist es so, dass Verbündete innerhalb von gesegneter Boden, ja, die erhalten dann 50% mehr Heilung von allen Heilungseffekten. Also da verteilen wir jetzt mal eben die 7 Punkte. Sind jetzt also Main Heal. Und ja, mit dem Main Heal gehen wir jetzt mal angreifen. Da haben wir auch schon den ersten Gegner und ich würde sagen, wir jubeln unsere Geschosse erstmal schön drauf. Und ihr seht auch hier, der Schaden ist da. 200 Damage, die wir hier raushauen, ist jetzt gar nicht so wenig. Das waren jetzt die schweren Angriffe, jetzt kommen mal die leichten. Ratzfatz, rausgeballert, kein Mana-Verbrauch und ja, ganz entspannt. Die kommen gar nicht an uns dran. Auch hier können wir hier auf Entfernung.
diese Woge, die hier ringsherum passiert, ist eben dieser Heileffekt zusätzlich. Das heißt, wenn hier einer im Nahkampf dran wäre, der würde auch noch geheilt werden. Und ihr seht, zack, da haben wir schon den nächsten Platt und so weiter und so weiter. Vom Heilen her ist es so, dass wenn wir hier Q drücken, haben wir jetzt hier die Auswahl, etwas zu heilen. Können wir den Hasen heilen? Nicht so richtig. Also wir haben diesen Effekt hier. Die Abklingzeit ist relativ schnell vorbei. Zack. Und haben jetzt die Möglichkeit, einen auszuwählen. Oder wenn wir einen Verbündeten in der Nähe haben und wir drücken Q, ist er sofort quasi markiert. Das wurde, glaube ich, geändert, wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen mal da hinten hin, da haben wir gerade gekämpft. Gucken wir mal, ob wir denen da hinten ein bisschen helfen können mit unserem Heal. Die stürmen doch hier gerade schön rum und prügeln sich. Aber die sehen auch schon ganz gut aus. Hier nehmen wir jetzt einfach mal so einen Heileffekt. Ihr seht, der ist sofort markiert auf den Erstbesten. Wenn wir jetzt Q drücken, ist auch direkt der Nächstbeste markiert. Wir drücken nochmal Q und es wird durchkanalisiert. Und wir drücken F. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ne, weil F ist nur für Gruppe. Aber hier, zack, wieder markiert und er ist geheilt. Jetzt drücken wir R, auch hier wieder die Gruppe. Und die ganze Gruppe ist geheilt. Also, diese Effekte, super praktisch, sehr gut, dass es eben automatisch eben auch auf Gruppenmitglieder oder auf Personen geht, die gerade geheilt werden müssen. Und wenn wir jetzt hier in dem Bereich sind, dass wir uns vielleicht mal selber heilen müssen, weil wir gerade ordentlich einen auf die Umme kriegen, dann kriegen wir das natürlich auch hin. Das heißt, wir stehen hier, kriegen Damage ab, drücken Q und drücken Steuerung und heilen uns selbst. Na, auch hier R-Taste, Steuerung. Das Heilfeld ist direkt auf uns. Und wir heilen uns die ganze Zeit. Oder werden geheilt. Zack, und können hier dann wieder raus. Q und Steuerung. Q, Steuerung. Muss natürlich passen vom Timing, ne? Was ist denn bei Q und F? Ja, auch selbst geheilt. Ist natürlich, wie gesagt, ein Gruppenheal. Jetzt gerade ein bisschen schwierig zu demonstrieren. Aber gerade dieser Heal hier, dieser Heal-Ring, absolut belohnend. Und ich glaube, so ein Heiler auch im Level immer wieder gerne gesehen, wenn man auch gerade mal so alleine unterwegs ist und macht solche Knotenpunkte von der Verderbnis oder sowas, wenn man da einfach mal als Healer mit reingeht und zwischendurch mit drauf ballert bzw. mit heilt, ist das natürlich immer absolut hilfreich, sowas. Kommen wir zu dem nächsten Talentbaum und gehen hier jetzt in den Beschützer rein. Also, alle Punkte zurücksetzen. Das war jetzt hier massiv auf Heal. Hier gehen wir jetzt in die drei Punkte, in die drei Haupttalente rein oder in die Spells rein und haben auch hier jetzt wieder noch vier Punkte zur Verfügung. Und da muss ich sagen, auch hier lohnt es sich natürlich, auf die Absolution zu gehen. Mindestens mal den einen Punkt, dass man keinen Mana-Verbrauch hat. Ansonsten sind hier so die wichtigsten Punkte tatsächlich auch direkt unter den Spells. Gehen wir die Talente mal im Einzelnen durch. Wir haben hier zum einen die Schutzsphäre. Verschießt ein Lichtgeschoss, das für 20 Sekunden 10% Verstärkung gewährt und Verbündete für 10% des Waffenschadens heilt. Und 146% Waffenschaden verursacht, wenn es Gegner trifft. Also zum einen einen Heal, zum anderen einen Damage. Dann haben wir hier als zweites das Leuchtfeuer. Verschießt ein Lichtgeschoss, das 146% Waffenschaden bei Gegnern anrichtet und sich an das Ziel heftet und 10 Sekunden lang jede Sekunde 20% Waffenschaden bei allen Verbündeten in der Nähe heilt. Schauen wir uns alles gleich im Detail an. Und als nächstes haben wir hier Umarmung des Lichts, gezielte Heilung um 100% Waffenschaden und 30% zusätzliche Heilung für jeden aktiven Bonus auf dem Ziel.
und so weiter. Und das Ganze haben wir hier natürlich auch nochmal jeweils ein bisschen gebufft, damit das Ganze stärker wird. Ich würde sagen, wir zeigen das Ganze rin damit. Attacke Vollgas. Wir greifen als erstes mit unserer Q, mit unserem Spell hier einmal an. Bam! So wahnsinnig viel ist das nicht. Von daher empfiehlt es sich tatsächlich, das war jetzt gerade mal ein schwerer Angriff, 133%, 133 Waffenschaden, 125 mit einem aktiven Spell. Also ihr seht, den Talentpunkt in den Staff zu geben, dass man eben Mana regeneriert, also dass es keine Kosten mehr hat, lohnt sich absolut, weil der Schaden einfach so gut ist. Wir können natürlich auch hiermit Verbündete quasi heilen, wenn wir dann das Geschoss hier rausschießen. Aber ich sag mal, alleine nur für den Schaden lohnt es sich nicht. Um zusätzlich zu heilen, macht es vielleicht Sinn. Ansonsten macht es nicht wirklich viel Sinn. Bam, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Erholung, haben hier noch einen Heileffekt auf uns selbst drauf. Na, das hatten wir jetzt gerade durch diesen Spell. Als nächstes haben wir hier die Taste R und können hier dieses Feld quasi platzieren. Auch hier haben wir wieder einen Heileffekt. Heilungsimpuls, wir werden hochgeheilt. Zack, jetzt hört er natürlich praktischerweise gerade auf. Aber der ist ja auch gleich wieder ready. Das heißt, wenn man hier im Fight gerade ist, einfach dann zwischendurch entweder auf den Gegner direkt oder auf dem Boden das platzieren, wo man gerade kämpft. Und hier war ja das Schöne, dass man, wenn man das schießt, hoppala, einmal ausweichen, bleibt es jetzt quasi an dem Gegner. Oder es bleibt an dem Verbündeten. Und es rennt quasi mit ihm mit. Das ist jetzt, es haftet quasi an dem Gegner oder an dem Verbündeten, was natürlich enorm praktisch ist, weil an dem Gegner wird ja gerade gekämpft. Und wenn wir uns vorstellen, da ist gerade ein Bossfight oder so und es hängen da 3, 4, 5 Leute drumherum und alle metzeln darauf ein, macht man dieses natürlich einfach auf den Boss und alle Verbündeten in der Nähe werden automatisch dadurch geheilt. Zack. Und so weiter. Jetzt haben wir gleich 2 Gegner, jawohl. Dann machen wir das nochmal drauf. Und wie gesagt, das mit dem Buff-Effekt hier, lassen wir uns nochmal ein bisschen schlagen. Jetzt buffen wir uns selbst. Zack, jetzt haben wir diesen Buff-Effekt. Jetzt heilen wir uns selbst. 200 noch was Heal. Mit der F-Taste war das jetzt gerade. Steuerung F, ne? Beziehungsweise F und dann Steuerung. Zack. Werden wir selbst geheilt. Das ist halt der aktive Heal. Aber ihr seht, wie gesagt, im Großen und Ganzen ein ganz entspanntes Zocken. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man die ganze Zeit nicht keinerlei Probleme hat, weil man sich halt wieder hochheilen kann. Man kann weitermachen. Auch das hatte ich eine Zeit lang kombiniert mit Schwert und Schild. Auch das hat funktioniert, aber man merkt doch schon mit der Zeit, wenn man eben keine Attribute hier in Konzentration hat, dass es nicht so ganz effektiv ist. Man merkt eben schon, auch beim Mage genau das Gleiche, wenn man da eben nicht in Intelligenz geskillt hat, macht es halt nicht so viel Sinn. Dementsprechend sollte man eben auch gucken, welche Waffenkombinationen machen eben auch wirklich Sinn. Sowas wie Stärke und Intelligenz. Macht eben auch nur bedingt Sinn. Wenn dir das Ganze geholfen hat und gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video zu New World oder im Livestream. Wenn das Ganze dann live geht, geht es auch wieder los mit neuen Videos. Jetzt ist erstmal wieder Beta-Pause und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf dem Server. Alles Weitere, auf welchem Server wir starten, gibt es dann unter dem Video hier im Discord in dem Bereich New World. Wir sehen uns auf dem Server.